In the touristy part of Lake Constance, there is a small town called Arbon. During Swiss Fair Call 2018, the Fair Traveler team went to discover energy efficient systems from family Steli. This efficient family owns Strohhotel Bodensee and are very invested in it. Let's listen to their story about energy efficiency. Solardörrofen. Wir haben sehr viel Freude daran, weil wir können bei Sonnenschein die Früchte, die Blütenblätter, die Kräuter mit der Sonne dörren. Und in einem Tag haben wir bereits dann die ersten Resultate am Abend. Kollektoren, die sind hier vorne und da mussten wir noch einen Baum, oder wir waren eigentlich froh, dass vorne schon ein Baum stand, weil sonst wäre das zu heiß gewesen. Und der bietet jetzt den nötigen Schatten, damit wir die optimale Wärme dann haben für unseren Dörrofen. Und da haben wir uns etwas Besonderes überlegt dabei. Wir wollten eigentlich versuchen, Energie zu sparen. Und haben jetzt ein Glas eingebaut, ein altes Glas noch, das die Sonnenwärme aufnimmt und dann an den Innenraum abgeben kann. Das hat folgenden Grund. Wir haben diese Rolltore, die waren schon hier und wir wollten diese auch lassen. Und die Idee war, dass wir sie schließen können, wenn wir sie nicht brauchen. Und damit die Kälte nicht hereinkommt und wenn wir Wärme brauchen und es draußen schön Wetter ist, dann können wir die Tore öffnen. Und wir machen eine Art Bauernhofeis, aber wir haben eine kleine Eismaschine, die funktioniert noch mechanisch. Also da muss ich mein Wissen, mein Können einbringen und da kann ich auch sehr schnell reagieren. Also kann die Maschine abstellen, kann nicht mehr Energie brauchen wie nötig. Und ja, das ist halt einfach. Aber die Maschine, die ist sehr effizient, also die läuft schon, denke ich, mehr als 50 Jahre und die wird noch die nächsten 100 Jahre auch laufen, also das, vielleicht auch das etwas mit Energie. Ich wollte einfach möglichst unabhängig vom Strom sein, vom Netz und habe mir gedacht, das ist Strom zu arbeiten und ja. Wo hast du die gekauft? Ja. Also 40 bis 44, das ist kein Problem, weil sie muss dann mindestens 3 Stunden konstant warm gehalten werden, also zwischen diesen 40 und 44 Grad. So, und dann geht das in den Reifenprozess. Also das heißt, ich muss Flüssigkeit ruhig stellen, also ich darf sie jetzt nicht mehr bewegen, das ist ganz wichtig. Und dann muss während 3 Stunden mindestens die Wärme gleichmäßig beigehalten werden. Und das wird an und für sich mit Hilfe von Strom gemacht. Also da gibt es so Wärmekästen, kann man das dann dort hineingeben. Aber für uns reicht das eigentlich, dieser Filzmantel, den stülpe ich jetzt einfach hier drüber. Und,